Und du hattest gefragt mit deiner Mutti, darf ich da nochmal drauf eingehen gerade, Absolut, Tonka? ja. Sie hat so viel Angst. Da fiel mir das Gespräch vorhin ein mit einer Freundin von mir. Wir sind eigentlich so ein Frauenkreis aus, ich sag mal, über 30 Jahren, treffen uns meistens als Clique, aber wir beide hatten uns alleine getroffen und sie war hier bei mir, ich kochte noch so ein bisschen. Und dann hat sie sich, glaube ich, ein Herz genommen und hat gesagt, also Greta, ich muss dir das jetzt mal sagen, du lebst im Wolkenkuckucksheim. Also, weißt du was, also das macht ja keinen Sinn, was du da machst. Also das ist ja bescheuert. Und da war gerade diese Flüchtlingswelle hier und das hatte ihr sehr viel Angst gemacht. Und ich sehe mich noch, also irgendwann setze ich mich, sie saß schon am Esstisch, ich setze mich gegenüber hin und sage, okay, erzähl mir mal, was bringt dir deine Angst? Und dann lehnt die sich zurück und sagt, oh Gott. Du hast so recht, schlaflose Nächte und graue Haare und sonst nichts. Dass man, also eigentlich Angst ist ja erstmal etwas Gutes, was uns warnen will. Ne? Das ist ja, ne, vom Feuer und so, wir brauchen Angst. Also das ist schon mal klar. Aber unser Verstand und unser Körper ist ja etwas, was wir beobachten können. Ne? Was denke ich eigentlich gerade und will ich das denken und so? Und tut mir der Fuß eigentlich noch weh und so? Das kann ich ja beobachten. Also muss es da noch, ich fasse dann komischerweise immer hier hinten an den Hinterkopf, muss es ja noch einen Beobachter geben. Und dass man sagt, okay, lieber Verstand, ist mir klar, du hast jetzt dein Spektrum hier abgearbeitet und hast mir diese Botschaft gegeben. Dankeschön, fein. Aber du kannst nicht alles erkennen. Ich, der Beobachter, habe darüber noch mehr Wissen oder erkenne, dieses bringt mich jetzt nicht weiter, diese Angst, sondern die lähmt mich nur, ne, die drückt ja mich runter, die macht ja mein Leben dunkel, also ich traue mich keine Entscheidung mehr zu fällen oder so, mutig voranzugehen oder dieses alles bewirkt das ja. Das möchte ich nicht, das bringt mich nicht weiter, das ist nutzlos, danke für die Nachricht, aber ich entscheide anders. Und dann mal zu gucken, was dann passiert. Also die Frage zu stellen, was bringt mir diese Angst, könnte ein Schlüssel sein. Und auch durchaus die Angst ja anzuerkennen als ein Warninstrument. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Mutti überhaupt so mit sich umgeht. Kann natürlich auch sein, dass sie sagt, wie meinst du das und so. Ne? Also da mal schauen, wo steht sie möchtest du da raus? Es gibt ja auch manche, die sagen, ich möchte da gar nicht raus. Die haben sich da so drin eingerichtet, fühlen sich da wohl. Das ist auch eine Form von Sicherheit. Also ich habe als junge Frau, ich nannte das meinen Katastrophenhorizont abfassen. Also was könnte da mit den Kindern? Oh ja, oh, da muss ich vorsichtig, ah ja, und so. So bin ich ja durch die Gegend gegangen. Und dann habe ich festgestellt, und es gibt ja auch eine statistische Zahl darüber, das trifft zu 95% nicht zu, was wir uns da alles ausdenken. Und nirgendwo sonst sind wir so unrealistisch und kümmern uns um Sachen, die nur eine 5%ige Realitätschance haben. Mark Twain hat einen guten Satz gesagt. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Und vielleicht geht es Mutti auch so. Wovor hat sie sich schon alles gesorgt? Wo hat sie sich schon verrückt gemacht? Und ist es gar nicht passiert? Und da habe ich, also als ich vorhin sagte, Angst, ich lebe Angst, was haben wir eigentlich herbeigebracht? Es war ein Riesenknall im Haus, aber die Einbrecher, die ich sah und hörte, waren nur in meinem Kopf. Es war ein Brett auf dem Balkon umgefallen und sonst nichts. Und da war mir klar, stell dir vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. So will ich mich nicht auf Namen nehmen lassen. Also da habe ich den Schalter umgelegt und das eben auch auf andere Situationen übertragen. Wart's doch erstmal ab. Es sind Luftschlösser, wie Luftballons. Wenn sie negativ sind und einer sagt, oh, da ist das Schlimme passiert, ist auch wirklich passiert, und da auch und in dem anderen Land auch. Und wenn das jetzt in unsere Stadt kommt, dann ist hier Zappenduster. Oder wenn ich hinkomme und sage, oh, da ist das Schöne passiert, ja, ist auch wirklich passiert, und da doch auch und im anderen Land auch. Und wenn das jetzt in unsere Stadt kommt, Leute, dann machen wir Party ohne Ende. Da würde jeder sagen, Greta, wart's mal ab. Aber bei der Angst, bei dem Negativen, da ist das fast schon wie Tatsache und man kann es weitererzählen. Das mal anzugucken oder mit einer Stecknadel in die Luftballons reinpieksen und sagen,
ich mache mich erst verrückt, wenn es vor der Tür steht. Ich sehe ja, also auch gerade jetzt, wenn wir haben ja nun gerade eine Krise überstanden oder hoffen, dass wir sie überstanden haben und eine andere politische vor der Türe, vor der Haustüre, kriege ich auch Fragen, wie kannst du jetzt glücklich sein? Ich habe die Verpflichtung, glücklich zu sein, weil ich so dankbar bin für das, was ich habe. Und Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Also ich habe mir damals vorgestellt, ein kranker Mensch im Krankenhaus an so einer, was weiß ich, Lungenmaschine oder wie auch immer, wenn der auf mein Leben guckt und sagt, was jaulst du denn rum? Ich würde gerne mit dir tauschen. Also das, was ich habe, dankbar entgegenzunehmen. Also Dankbarkeitstagebuch zu führen. Da gibt es ja ganz tolle, wunderbare, vorgefertigte Bücher, wo man da 3 Minuten sich nur hinsetzt und morgens und abends und da mal was einträgt. Also ich bin dankbar für mein kuscheliges Bett und fürs Gänseblümchen und für was weiß ich alles. Also da zu gucken, wie komme ich da in kleinen Schritten raus, ist Dankbarkeit und Dankbarkeitstagebuch. Und will ich so denken? Oder kann ich meinen Blick auch auf was Positives richten? Also deswegen muss man das Negative nicht nur ausblenden. Ich gucke zwar keine Nachrichten, das stimmt schon, aber ich kriege es trotzdem mit. Und auch mein Ex-Mann informiert mich dann und sagt, hier, da passt mal da auf und da oder so, andere Regeln in Hamburg jetzt oder so. Also das ist schon so. Aber wo kann ich helfen? Was kann ich tun? Wo kann ich vielleicht die unterstützen, die helfen können? Ich selber kann es nicht in dem Umfang, wie ich es möchte. Aber wenn jemand sagt, Leute, ich kann gar nichts machen, ich kann beten. Ja, bitte. Dann ist das auch das, was derjenige macht. Und dass er sich nicht selber verrückt macht und sagt, ach ja, ich könnte ja dieses, aber eigentlich kann ich doch nicht und so. Nee, dann ist es gerade so. Dann ist Beten auch kostbar. Also diese kleinen Schritte im Leben finden und schauen, wo stehe ich gerade, was will ich machen, was möchte ich auch meinen Kindern vorleben, wie alt er ist, und wäre zum Beispiel auch ein Argument, damit hatte mich auch meine Freundin gekriegt. Ich hatte bei Tischdiskussionen, wenn ich da nicht der Meinung war und die Kinder waren dabei, dann habe ich oft meinen Mund gehalten. Und sagt, was liebst du denn deinen Söhnen und deiner Tochter vor? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Frau hat den Mund zu halten oder so, gibt es ja wohl gar nicht. Und dann habe ich dafür auch Wege gesucht und habe gesagt, okay, ich bin da anderer Meinung, das diskutieren wir dann mal ein andermal. Ich habe verstanden, du siehst das so und so, aber das sehe ich anders. Also wenigstens das mal so zum Ausdruck zu bringen, wenn man jetzt die Streitdiskussion da nicht bei Tisch haben will oder so. Immer kleine Situationen schauen. Wann bin ich denn besonders ängstlich? Wann habe ich das Gefühl, mir rutscht das Leben so ein bisschen aus der Hand und ich kann das gar nicht selber bestimmen? Oder die Frage überhaupt, was wäre denn für dich ein schöner Tag? Was würdest du dafür brauchen? Wer sollte das deiner Meinung nach tun? Oder kannst du es auch selber tun? Oder in dieser Situation, wenn sie gerade besonders ängstlich ist, was würde dir jetzt helfen? Was weiß ich, wenn ihr Bruder durch die Tür kommt, wie auch immer, erstmal egal, anfangen zu gucken, was brauchst du in dieser Situation, dass du dich besser fühlst?